Gut, mein Vortrag heißt die Sprache, die Macht der Sprache in der Politik. Vielleicht ganz am Anfang sollte ich etwas zu meiner Kleinigkeit sagen. Ich heiße Radoslav Stefančík. Ich bin aus der Slowakischen Republik, eigentlich von hier, von der Wirtschaftsuniversität. Gestern haben wir uns vielleicht mit einigen getroffen. Gestern habe ich auch auf Deutsch gesprochen. Für mich ist es natürlich besser, weil ich neben der Politikwissenschaft auch Germanistik studiert habe. Und eigentlich bin ich kein Polyglot, deswegen werde ich nicht über Fremdsprachen sprechen, sondern über die Sprache in der Politik, beziehungsweise über das Verhältnis zwischen der Sprache und der Politik. Mein Vortrag besteht aus zwei Teilen. Zuerst sage ich etwas ganz theoretisch. Das ist das Schicksal von Dozenten, die an den Universitäten unterrichten. Und der zweite Teil ist mehr praktisch und ich erkläre, welche Sprache eine konkrete politische Gruppierung bei uns in der Slowakei verwenden, und zwar eine rechtsextremistische Gruppierung, ja, damit es nicht so langweilig wäre. Also ganz am Anfang würde ich sagen, etwas natürlich über das Verhältnis zwischen der Sprache und Politik. Ich würde sagen, seit Ewigkeit, oder sagen wir lieber seit der antiken Zeit, gilt eine wichtige Regel, und zwar, dass ohne Sprache nicht möglich ist, die Politik zu betreiben. Ich würde sagen, also nicht nur ich, sondern auch Aristoteles hat schon gesagt, gemeint, dass die Sprache das wichtigste Mittel für das Betreiben der Politik ist. Ja, also ohne Sprache, ich bin davon überzeugt, geht es nicht, die Politik zu betreiben. Und wie gesagt, würde ich sagen, die Sprache ist das wichtigste Mittel, das wichtigste Instrument und ich würde sagen auch die wichtigste Voraussetzung für jeden Politiker oder für jeden Menschen, der eine erfolgreiche politische Karriere machen will. Natürlich, Sie können vielleicht behaupten, also neben der Sprache, neben der sprachlichen Kompetenz braucht man auch andere Mittel, vor allem finanzielle Mittel, vor allem in der gegenwärtigen Politik, aber ohne Sprache geht das eigentlich nicht. Wenn jemand kommunikativ ist, wenn jemand seine Sprache gut beherrscht, hat die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche politische Karriere. Die Sprache der Politiker bzw. politische Sprache kommt in verschiedenen Genren, in verschiedenen Situationen vor, natürlich in verschiedenen Dokumenten, die wir täglich lesen. Die politische Sprache treffen wir uns zum Beispiel auch in den Zeitungen, die wir jeden Tag lesen. Die politische Sprache hört man im Hörfunk, im TV, aber natürlich, also die politische Sprache gibt es auch zum Beispiel im Internet, in Social Media und so weiter und so fort. Aber ganz am Anfang, also ich bin nicht mehr am Anfang, aber trotzdem würde ich noch etwas zu der Politik sagen. Es gibt natürlich eine Menge von verschiedenen Definitionen der Politik. Es hängt davon ab, ob Sie die Politik mehr realistisch oder mehr idealistisch sehen. Die Realisten meinen, die Politik ist das Streben nach der Macht, also alles dreht sich gerade um die Macht. Die Idealisten sagen zum Beispiel, dass das Ziel der Politik der Friede ist. Ja, also der Friede ist das wichtigste Ziel der Politik. Schön gesagt, ja. Aber ich würde sagen, die meisten Realisten, die drehen sich gerade um solche Definitionen, die irgendwie mit der Macht zusammenhängt. Aber die Politik ist ein sehr komplizierter Konstrukt, also hat komplizierte Struktur. Und ich versuche die Politik ganz kurz am Beispiel bzw. mit Hilfe von drei englischen Wörtern zu definieren, und zwar also mit Polity, Policy und Politics. Und jede dieser Ebene hat auch eigene Sprache. Also jede politische Ebene, also entweder diese Dimension Polity oder Politics Dimension, hat eine bestimmte eigene, ich würde sagen auch eigene Sprache. Also Polity steht ganz oben.
Also wenn über Politik die Rede ist, dann ist die Rede über bestimmten Handlungsrahmen, in dem sich die ganze Politik abspielt. Ja, und dieser Handlungsrahmen muss irgendwie geregelt werden, also bestimmt werden. Und dieser Handlungsrahmen ist eigentlich unsere Verfassung. Ich rede natürlich über demokratische Bedingungen, über demokratische Staaten. Also wenn die Rede über Politik ist, dann ist die Rede natürlich über Verfassung, über verschiedene Dokumente, über verschiedene Regelungen, die den ganzen politischen Prozess, das ganze politische Geschehen irgendwie regeln. Wenn die Rede über die zweite Dimension ist, und zwar also über die Dimension von Policy, also Policy bedeutet eigentlich das, was aus der Politik herausgeht, also das sind die Outputs der Politik, also das bedeutet, es geht auch um die inhaltliche Dimension der Politik, also das bedeutet, oder es geht vor allem um konkrete politische Felder, zum Beispiel Sozialpolitik, Migrationspolitik, Innen-Außenpolitik und so weiter und so fort. Also das ist die sogenannte inhaltliche Dimension. Und schließlich gibt es auch die dritte Ebene, und zwar also die vielleicht am meisten interessant ist, und zwar also um die prozessuale Ebene. Das ist auch natürlich auch so das, was wir oft sehen, zum Beispiel im Fernsehen, also oder im Internet natürlich, also in verschiedenen Videos. Also es geht eigentlich auch um den Prozess. Die Politik ist doch, oder in der Politik geht es vor allem, also wenn es um die Macht geht, dann müssen sie natürlich auch diese Macht gewinnen, ja, also um bestimmte Entscheidungen zu treffen oder ihre Ziele zu realisieren, brauchen sie zuerst die Macht. Ja, also sie brauchen irgendwo im Parlament zu sitzen beziehungsweise in der Regierung vertreten zu sein. Also hier geht es, also in diesem Bereich Politik geht es vor allem um die prozessuale Dimension der Politik. Und wie ich gesagt habe, jede dieser Ebene hat eine eigene Sprache. Wenn wir uns zum Beispiel Politik-Dimension vorstellen, dann geht es natürlich um diese Verordnungen, um Dokumente und um Verfassungen. Und diese Sprache, würde ich sagen, ist für einen normalen Menschen so zu kompliziert. Ja, also es geht eigentlich um die Sprache der Verordnungen. Es gibt natürlich verschiedene Typen von Dokumenten, die unser Leben, die Politik irgendwie regeln. Aber was sie gemeinsam haben, was diese Dokumente gemeinsam haben, das sind diese rechtlichen Ausdrucksmittel. Ja, also wenn über die Politik, wenn die über die politische Sprache im Bereich der Politik die Rede ist, dann geht es vor allem um diese rechtliche Sprache. Diese zweite Ebene, die Sprache auf dieser Dimension ist voll von verschiedenen abstrakten Begriffen und wie gesagt, also ist für einen normalen Menschen, der sich für die Politik nicht so interessiert, wie ich zum Beispiel oder wie einige von Ihnen, nicht so interessant. Die zweite Ebene, die Ebene von Politik, das sind, wie gesagt, konkrete politische Felder. Die Sprache ist ähnlich, wertneutral, auch voll von verschiedenen abstrakten Substantiven, aber typisch für einen konkreten Bereich, der diese Sprache oder der eigentlich geregelt wird. In der Sozialpolitik wird ganz anders gesprochen, wie zum Beispiel in der Außenpolitik. Was mich natürlich am meisten interessiert, das ist diese dritte Ebene, und zwar also diese Politics-Ebene, weil wenn Sie die Macht gewinnen wollen, dann müssen Sie was? Dann müssen Sie zuerst die Wähler überzeugen. Ja, Sie müssen eigentlich die Wähler überzeugen, dass Sie natürlich die Besten sind, ja, also dass Sie der Beste sind und Sie natürlich von den Wählern gewählt werden sollten. Und das geht nicht einfach, das geht nicht zum Beispiel mit diesen abstrakten Substantiven, sondern also Sie müssen diese Art der Sprache irgendwie anders konstruieren. Also Sie müssen das anders machen, als dass die zum Beispiel Bürokraten irgendwo in den Ministerien machen. Also diese Sprache ist natürlich mehr emotional gerichtet. Also es gibt natürlich viele Emotionen
Sie sehen das zum Beispiel im Fernsehen, also jeden Tag, also wie die Politiker ihre Emotionen ausdrücken, beziehungsweise sie spielen vielleicht nur eine bestimmte Rolle, ja, also damit sie uns überzeugen, dass sie natürlich die Besten sind. Diese Sprache ist zum Beispiel auch voll von Personal- und Possessivpronomen, Personalpronomen ich oder sie, du, wir benutzen Politiker sehr gerne. Warum? Sie brauchen eigentlich diesen Abstand zwischen uns, also zwischen den Menschen und natürlich zwischen den Politikern eigentlich abzuschaffen. Also sie brauchen zu zeigen, dass sie auch ganz normal sind, ja? Also dass sie zu uns gehören. Sie zeigen das am meisten natürlich kurz vor Wahlen, aber trotzdem, also wie gesagt, ist diese Art der Sprache eigentlich mit diesen Pronomen zum Beispiel oft verbunden. Und eigentlich der Wahlkampf, das ist der Höhepunkt der politischen Kommunikation und dann geht es den Politikern also natürlich die Macht zu gewinnen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, die politische Sprache zu definieren. Zum Beispiel nach dem deutschen Autor Armin Burkhardt, der hat natürlich auch mehrere Dimensionen der politischen Sprache gezeigt. Er hat definiert zum Beispiel Sprechen über Politik. Das ist eigentlich vielleicht noch keine echte politische Sprache. Das ist die Sprache, die wir jeden Tag, wenn wir über Politik sprechen, wenn wir über Politik reden, verwenden. Ja, also das ist eigentlich, also in diesen Bereich gehört alles, was wir auch jeden Tag eigentlich verwenden, also alle diese Begriffe, das Parlament, die Regierung oder ich weiß nicht, also das sind auch Begriffe, das sind Worte, die wir eigentlich auch jeden Tag vielleicht also bei der Diskussion über Politik verwenden. Dann ist das politische Mediensprache, also die Medien sind da, also nicht nur um die Macht, um die politische Elite zu kontrollieren, sondern auch um zu uns zu informieren. Deswegen ist es natürlich ganz normal, dass die Medien, dass die Journalisten diese politische Sprache beherrschen. Dann ist es natürlich Sprache der Politik. Da kann man vielleicht noch zwei Subgruppen unterscheiden, und zwar also Sprache in der Politik. Also das ist eigentlich die Binnenkommunikation innerhalb von verschiedenen politischen Institutionen oder beziehungsweise das ist zum Beispiel die Sprache eines Parteichefs an einer Parteitagung, ja, also er verwendet ganz andere Sprache, einen ganz anderen Sprachstil, als zum Beispiel, wenn er nach außen, ja, also das ist der zweite Subtyp, wenn er nach außen, ja, also zu den Wählern redet. Diese Sprache unterscheidet sich natürlich auch von der Wählergruppe, beziehungsweise von der potenziellen Wählergruppe. Anders werden sie zum Beispiel zu den Rentnern sprechen, anders werden sie zum Beispiel zu den ganz jungen Menschen, also die zu den Erstwählern sprechen. Und dann gibt es noch diese letzte, und zwar Sprache der Bürokratie. Das ist das etwas, was ich schon erwähnt habe, und das ist diese Polity bzw. Policy-Ebene. Die letzte theoretische Folie also betrifft die Funktionen der politischen Sprache. Es gibt natürlich mehrere Funktionen der politischen Sprache, also ich habe diese vier ausgewählt, aber natürlich die wichtigste ist die persuasive Funktion, beziehungsweise hier geht es um Überredung. Ja, also den Politikern geht es vor allem uns zu überzeugen, natürlich, wie ich schon gesagt habe, dass sie die Besten sind. Informative Funktion, es ist natürlich die Frage, ob es geht, diese informative Funktion von der persuasiven Funktion zu trennen. Den Politikern geht es natürlich, sie sind doch verpflichtend, jeden Tag oder mindestens jede Woche uns zu informieren, was sie in der Politik tun, ja, also welche Entscheidungen sie treffen, deswegen brauchen sie irgendwelche Pressekonferenzen zu organisieren und an diesen zu zeigen oder zu sagen, was sie oder welche Entscheidungen sie getroffen haben und natürlich uns zu überzeugen, dass diese Entscheidungen die besten waren. Also es gab keine besseren und diese, die schon getroffen waren. Dann gibt es diese regulative Funktion, also durch die Sprache werden auch die Beziehungen zwischen den Bürgern und der politischen Elite geregelt und auch diese positive Funktion, also
die Sprache, also bei der Sprache geht es auch um die Forderungen der Bevölkerung in die Richtung nach oben, ja, also zu der politischen Elite. Wir haben doch auch unsere Interesse, die wir zum Beispiel via verschiedene Petitionen ausdrücken können. Wir brauchen zum Beispiel vielleicht irgendwelche Leserbriefe können wir schreiben. Wir haben auch bestimmte Forderungen in Richtung politische Elite. Das war Theorie. Und jetzt möchte ich etwas anderes zeigen. Ja, ich habe gestern in der Aula dieser Universität ein schönes Video gesehen. Bratislava wurde gezeigt, ne? Slowakische Republik wurde gezeigt, sie haben Hohe Tatra gesehen, sie haben auch zum Beispiel Donau, schöne blaue Donau gesehen, die Burg in Bratislava und ich weiß nicht alles, also die anderen Burgen und Schlösser in Bratislava. Und die Slowakei wurde so schön präsentiert, ist also echt schön. Aber ich habe mich entschieden, nicht nur das Positive zu zeigen. Ich würde sagen, die Veranstalter dieser Tagung zeigen nur das Positive. Ne? Wurde schon was auch negativ gezeigt? Noch nicht, ne, oder? Ja, also ich bin der Erste und der Schlimmste jetzt. Ja? Also ich bin der Schlimmste, weil ich auch eine negative Seite der Slowakischen Republik zeige. Ich muss mich aber nicht schämen. Warum? Die Rechtsextremisten, die radikalen Gruppierungen, die populistischen Gruppierungen gibt es schon fast in jedem europäischen Land. Fast in jedem Land der Europäischen Union. Also das ist nicht die sind nicht die wichtigste Partei, also bei uns in der Slowakei, aber die gehören zu uns, ja, und sie finden irgendwelche Anhänger in der Wählerschaft. Ja, also dann habe ich mich entschieden, vielleicht es wäre nicht so schlecht zu zeigen, wie diese Rechtsextremisten in der Slowakei kommunizieren, ja, also wie sie ihre Botschaften präsentieren, durch welche Parolen oder durch welche Sprache. Und ich würde sagen, das ist ganz interessant für mich. Wir haben seit 2016 im slowakischen Parlament zum ersten Mal eine rechtsradikale, rechtsextremistische Gruppierung, rechtsextremistische Partei. Also das ist für uns was Neues. Niemals früher gab es im slowakischen Parlament eine rechtsextremistische Gruppierung. Seit 2016 gibt es schon. Für viele Sozialwissenschaftler war das eine Überraschung. Es wurde echt, viele wurden überrascht, weil die Wahlprognosen nicht gezeigt haben, dass so zu solchem Ergebnis, zu solchem Wahlergebnis kommen kann. Also dass diese Rechtsextremisten, diese 5%ige Hürde, die wir bei uns in der Slowakei haben, dass sie fähig sind, diese Hürde zu bewältigen. Aber es wurde passiert und die Sozialwissenschaftler fragten nach den Ursachen. Also was wurde eigentlich schlecht gemacht? Warum sind diese Extremisten im Parlament? Ich würde sagen, darüber könnten wir lange diskutieren, aber ich versuchte jetzt zu zeigen, also wie sie ihre Botschaften präsentieren. Ich habe einige Bilder gezeigt, also früher war das eine Gruppierung, die am Rande der Gesellschaft war, bis 0,5% hatten sie die Wählerunterstützung, also fast keine, aber plötzlich sind sie ins Parlament gekommen. Ja? Und die Frage ist natürlich, warum? Aus welchem Grund? Aber wie gesagt, das werde ich nicht präsentieren. Früher trugen sie zum Beispiel Uniformen, ja, also die waren so zu sehen auf der Straße, aber wie gesagt, die Wähleunterstützung war ganz niedrig. Dann haben ihre Kommunikationsstrategie ganz verändert. Sie haben ihre Uniformen ausgezogen, ja, die tragen jetzt diese grüne T-Shirts, ja, das ist ein typisches Kennzeichen, also wenn Sie hier in Bratislava jemanden mit einem grünen T-Shirt sehen, dann kann das sein, dass er so ein Rechtsextremist ist. Nicht jeder grünes T-Shirt, ja. Entschuldigung. Eine Tasche. Ja, ich habe es nicht gehört. Welche Tasche? T-Shirt, ja, also sie tragen diese grünen T-Shirts, ja, also grüne Farbe, grüne T-Shirts, das ist eigentlich ein typisches Kennzeichen für die Rechtsextremisten in der Slowakei. Ich gucke auf die Uhr. Aber
ich habe noch ein Bild ausgewählt, und zwar, also das war ein Ereignis, also die Vertreter dieser politischen Parteien haben sich entschieden, ein bisschen Geld an die Familien mit behinderten Kindern zu übergeben. Ja? 1488 Euro. Ja? Der Chef dieser Partei hat sich entschieden, also für einige Familien eigentlich diese Spende zu geben. Was passt nicht eigentlich? Was ist vielleicht auffällig so, also auf dieser Ziffer 14, 1488? Wissen Sie, was das ist? Symbolik, ja, also narzisstische, neonazistische Symbolik. Also 14, 88. 14, das ist ein Spruch eines amerikanischen Rechtsextremisten, Neonazisten, der in einer Rede sagte, hoffentlich sage ich das richtig, Sie können zählen, we must secure the existence of our people and a future for white children. Insgesamt 14, und nach seiner Rede wurde die Zahl 14 zum Symbol der Neonazisten. Und 88 ist klar, ja, also H, die achte Buchstabe, also ist H, und HH bedeutet Heil Hitler. Ja, also 88 bedeutet Heil Hitler. Und stellen Sie sich vor, also diese slowakischen Neonazisten machen das so, also sie übergeben ihr Geld, also nicht 1500, sondern 1488 an die Kinder oder an die Familien mit behinderten Kindern. Was für die Sprache von Extremisten typisch ist, das ist die Dichotomie. Ja? Sie versuchen immer gegen jemanden zu kämpfen, sie brauchen immer einen Feind zu finden, also diese Dichotomie Freund-Feind gibt es, beziehungsweise Dichotomie wir und sie, im Sinne, wir sind gut, aber sie sind schlecht, sie sind böse, wir sind positiv, sie sind negativ, wir sind neue Politiker, sie sind die alten Politiker, ja, also wir sind normale Parteien, das sind Standardparteien, die sogenannten Standardparteien, das ist Bratislava, das Positive, die positive Stadt, aber das ist Brüssel zum Beispiel, also ein Feind von dieser Gruppierung. Ich habe mir das Wahlprogramm von diesen Rechtsextremisten angeschaut, und dann habe ich einen Satz gefunden, und ich würde sagen, das ist die zentrale Aussage des ganzen Wahlprogramms von slowakischen Rechtsextremisten. Ich habe das im Slowakischen geschrieben, aber die deutsche Übersetzung steht zur Verfügung, und zwar: im Unterschied zu anderen verraten wir das Volk und Gott niemals. Und ich habe natürlich auch einige Wörter unterstrichen. Wir, ja, also das steht in diesem Satz, wir steht für uns, für das Volk, ja, also wir und die anderen, ja, also die anderen müssen irgendwo existieren, und wir sollten natürlich gegen die anderen kämpfen. Volk, natürlich, also Volk ist auch eine zentrale Kategorie. Ich werde vielleicht noch kurz sagen, was das eigentlich Volk bedeutet. Das Volk sind wir doch nicht alle, ne? Also das Volk sind nur die Ausgewählten. Gott, das ist auch eine bestimmte Kategorie in der Sprache der Rechtsextremisten, der slowakischen Rechtsextremisten. Natürlich, das hat verschiedene Deutungen, aber vielleicht die wichtigste Deutung ist, dass diese Partei versucht, irgendwelche Verbindung zu der sogenannten Ersten Slowakischen Republik aus den Jahren 1939 bis 1945, sie versuchen das irgendwie zu verbinden. Diese Republik war ganz faschistisch, ja, also das war in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, und an der Spitze stand eine faschistische Partei, und sie versuchen durch den Gott zu dieser Partei, weil an der Spitze dieser Partei im Zweiten Weltkrieg eigentlich ein katholischer Pfarrer stand, ja, so, und sie versuchen es irgendwie mit dieser Ära zu verbinden. Die Frage ist, was ist diese Kategorie Sie? Ja? Was ist die Kategorie die anderen, ja? Also the others? Diese Kategorie bedeutet natürlich, also es gibt die sogenannten, ja, innere Feinde und äußere Feinde. Also zu den inneren Feinden gehört
oder gehören in der Sprache der slowakischen Rechtsextremisten natürlich verschiedene Gruppierungen. In der ersten Linie sind das autochthone Minderheiten. Wir haben zwei vielleicht große autochthone Minderheiten, die ungarische Minderheit, die hier im Süden der Slowakischen Republik lebt. Und dann haben wir auch Roma und Sinti Minderheit. Und diese Partei ist gerade die gegen Roma und Sinti gerichtet. Ja, also ihre Parolen sind ganz extremistisch, gerade wegen ihrer Ziele oder also wegen ihrer Roma, ja, also Roma-Politik. Aber nicht nur diese zwei Minderheiten spielen eine sehr wichtige Rolle in den rechtsextremistischen Parolen, sondern auch die jüdische Minderheit, obwohl die jüdische Minderheit in der Slowakei zurzeit nicht so groß ist, aber die Juden spielen ja so bestimmte Rolle in den Parolen von extremistischen Gruppierungen. Aber es sind nicht nur nationale Minderheiten, sondern das sind auch sexuelle Minderheiten. Ja, also sexuelle Minderheiten stehen auch im Zielbereich der Rechtsextremisten. Aber sie in der Sprache der Rechtsextremisten bedeutet auch aktuelle politische Elite. Ja, also das ist auch ein Feind für die Rechtsextremisten. Aber nicht nur politische Elite, sondern auch anders denkende Leute. Ja, also die Leute, die anders denken, zum Beispiel ich. Ja, also ich bin für die Rechtsextremisten auch Feind, weil ich ganz anders überlege als die Anhänger der Rechtsextremisten. Das sind gerade diese Gruppierungen, die in die Kategorie von inneren Feinden gehören. Aber dann gibt es natürlich auch äußere Feinde für die Rechtsextremisten. Erstens sind das allochtone Minderheiten, also das sind die Zuwanderer. Seit 2015 gibt es auch in der Slowakei eine große, echt eine riesige Debatte, vielleicht heute nicht mehr so, aber vor ein paar Monaten immer noch gab es, ja, also diese intensive Debatte über Flüchtlinge, über Migranten. Ich befasse mich mit der Frage der Migrationspolitik seit Jahren. Und über die Migranten gab es in der Slowakei nie eine Diskussion. Vor 2015 gab es in den Medien überhaupt kein Wort über Migranten, über Migrationspolitik. Und plötzlich im Sommer 2015 sagte etwas unser Premierminister, unsere Politiker, auch Oppositionelle natürlich, und die Flüchtlinge wurden zum Thema Nummer eins, ja, also der politischen Debatte. Und die Rechtsextremisten stellen, oder in der Sprache der Rechtsextremisten sind die Migranten vor allem Muslime, aber nicht nur Muslime, sondern auch Arbeitsmigranten als Feind Nummer eins, aus wegen verschiedenen Gründen, also Bedrohung der Integrität, ja, zum Beispiel der slowakischen Gesellschaft oder Bedrohung unserer Kultur, ja. Aber die Gründe gibt es natürlich mehrere, aber wie gesagt, sie gehören zu den Feinden von Rechtsextremisten. Zu den äußeren Feinden gehören auch internationale Organisationen, Nordatlantischer Pakt Nummer 1, Europäische Union Nummer 2, dann verschiedene Bankeninstitutionen oder wirtschaftliche Institutionen, in denen natürlich irgendwo im Hinten die Juden sind. Ja, also so sind diese Organisationen in der Sprache der Rechtsextremisten präsentiert. Und vielleicht ein äußerer Feind ist auch die westliche Kultur. Ja, also die westliche Kultur, die vom Westen zu uns in die Slowakei kommt und verdirbt die ganze slowakische Gesellschaft. Wer ist das Volk? Das Volk ist es nicht, das Volk ist nicht die ganze Nation, ist nicht die ganze Gesellschaft. Das Volk, das sind die Anhänger dieser Partei, das sind die Slowaken, ideal, also weiße Slowaken. Und natürlich also diejenigen, die diese Partei, diese Volkspartei wählen. Ja, also Nation, die Zugehörigkeit zu der Nation, Hautfarbe ist natürlich wichtig für die Extremisten und so weiter und so fort. Die wahrscheinlich letzte Folie, also welche Ausdrucksmittel gibt es in der Sprache der Rechtsextremisten? Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich bin
vielleicht mehr Politikwissenschaftler und wenig oder überhaupt nicht Linguist, aber ich versuchte natürlich auch diese linguistischen Kategorien zu definieren in der Sprache der Rechtsextremisten. Also erstens totum pro parte, das ist das Volk, ja, also die Bezeichnung des Ganzen, die Bezeichnung des Teiles dient für die Bezeichnung des Ganzen. Also das bedeutet, ein Teil der Gesellschaft, 10%, sollte oder ist als das ganze Volk präsentiert. Ja. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich will Ihnen auch eine negative Seite der slowakischen Gesellschaft zeigen, aber das ist nicht die ganze Gesellschaft, Gott sei Dank. Ja. Also es gibt immer kluge Menschen, die gegen Rechtsextremisten kämpfen. Argumentum ad populum, wenn das Volk was verlangt, das Volk, ja, also dieser Teil der Gesellschaft, das muss realisiert werden. Militärische Sprache, in der Sprache des Rechtsextremismus, der Rechtsextremisten, gibt es natürlich viele Begriffe, die zu dem sogenannten militärischen Vokabular gehören. Kämpfen, bekämpfen, Militär, Landsturm und so weiter und so fort. Also es gibt eine Menge von verschiedenen Begriffen, die die Rechtsextremisten verwenden. Im Namen Gottes, das habe ich schon ganz am Anfang erklärt, also irgendwelche Verbindung zu der Geschichte, zu der negativen Seite der Geschichte der Slowakischen Republik und auch vielleicht auch in diesem rhetorischen Bereich ist die Sprache des Rechtsextremisten ganz anderes. Die Sprache ist rasanter, aktiver. Informationen oder vielleicht das Ziel, die Informationen zu übergeben, spielt eigentlich keine Rolle. Das Wichtigste ist zu überreden, ja, also zu überzeugen, dass sie die Besten sind und dass sie eigentlich dazu geeignet sind, das Volk oder an der Spitze dieses Volkes zu stehen. Und das war's, meine Damen und Herren, zu der Sprache der slowakischen Rechtsextremisten. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wenn es irgendwelche Frage gibt. Ich habe eine Frage, die man auch auf andere Demokratien beziehen könnte. Gibt es eigentlich jemanden, der in der Politik die Form der Kommunikation vorgibt, welche Begriffe verwendet werden? Meinen Sie aus dem demokratischen Bereich? Ja, ich meine jetzt hier zum Beispiel in der Slowakei. Gibt es da ein Kommunikationskomitee oder irgendjemanden, der den Sprachgebrauch festlegt? Oder entwickelt sich das ganz natürlich? Naja, also es gibt natürlich eine Anstalt für die slowakische Sprache, Ustav Ludovita Štura, also diese Anstalt funktioniert, jetzt weiß ich nicht also ganz genau, also in der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, und sie versuchen natürlich also die Sprache zu kontrollieren oder beziehungsweise die Entwicklung der Sprache zu kontrollieren, aber was die politische Sprache betrifft, überhaupt nicht. Ja, also das entwickelt sich ganz natürlich im Allgemeinen, ja, aus der Diskussion zwischen den Politikern und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin kein Sprachwissenschaftler. Ja. Es gibt natürlich ganz große Debatte, ob die zum Beispiel Anglizismen in die slowakische Sprache passen, in welchem Zusammenhang, in welchem Umfang, aber wie gesagt, also in diesem Bereich bin ich kein Experte. Ja, ich kann sagen, aus meiner Erfahrung in Brüssel, denn ich bin Dolmetscherin in Brüssel und bin da jeden Tag in der Brüsseler Politik zu Hause sozusagen, aber nur im Hintergrund, dass da die Slowaken sich sehr stark dem Brüsseler Jargon anpassen. Der Brüsseler Jargon enthält viele Latinismen, sehr viele lateinische Ausdrücke, und wenn es sehr kompliziert wird, verzichten die Slowaken auf die slowakischen Wörter und verwenden ebenfalls die lateinischen Wörter. Also in der Kürze liegt die Würze zum Beispiel, verwenden die Slowaken sehr oft die internationalen beziehungsweise englischen Abkürzungen. Wenn ich hingehe zu denen und sage, guten Morgen, ich bin die Dolmetscherin aus der deutschen Kabine, haben Sie Tipps für mich? Wie steht's mit den Abkürzungen? Dann sagen sie, nee, wir verwenden die englischen Abkürzungen. Bin ich immer sehr froh. Danke. Vielleicht hängt das von der Generation ab, also von der jungen Generation ab. Also die Jüngeren
Menschen, also die verwenden vielleicht besser oder lieber die Anglizismen, die Abkürzungen, aber das betrifft nicht nur die politische Sprache. Meine Frau arbeitet zum Beispiel in einer deutschsprachigen Firma hier in Bratislava und ich weiß von ihr, dass die junge Generation zum Beispiel gerne in diesem Marketingbereich, also verschiedene Begriffe, deren Bedeutung für mich ganz unverständlich ist, also sie verwenden das gerne, also das betrifft nicht nur diese Sprache, also die Politik betrifft, sondern auch andere Bereiche, vor allem die Bereiche, die irgendwie mit der Wirtschaft, also mit der Ökonomie zusammenhängen. Hallo? Also in Bezug auf den Titel würde mich interessieren, die Macht der Sprache in der Politik. Jetzt war das ja eher eine Analyse der Sprache der Rechtsextremen. Also sei es jetzt der Kampf gegen den bösen Kapitalismus bei den Linken oder die Förderung des freien Marktes bei den Liberalen oder die Mitte der Gesellschaft, die ständig wegbricht, so wie man Worte kontrollieren kann, beeinflusst man doch politische Prozesse und damit eben ja zum Titel die Macht der Sprache in der Politik. Können wir darauf noch Bezug nehmen? Natürlich, also ich wollte natürlich auch etwas mehr über diese persuasive Funktion der Sprache vielleicht mehr erzählen. Also die Sprache hat natürlich diese Macht, die Wähler zu überzeugen. Das hängt davon ab, also in welcher Situation sie sich gerade befinden, ja, also was sie erreichen wollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der politischen Kommunikation. Also sie müssen oder sie können die Wahrheit sagen oder sie müssen nicht die Wahrheit sagen. Sie sagen nur Halbwahrheit, ja, also ich weiß nicht, ob das auf Deutsch ist. Also das bedeutet, das hängt von der Kommunikationsstrategie ab und es ist wirklich fraglich, also in welchem Kontext die Sprache verwendet wird. Also ich wollte das zeigen oder ich wollte damit ausdrücken, dass ohne Sprache heute eigentlich nicht möglich ist, die Politik zu betreiben. Sie können natürlich viel Geld haben, also ich habe auch irgendwo gelesen, dass das Geld, nicht die Sprache, das wichtigste Mittel für Politik ist, aber mindestens in Bezug auf die Slowakische Republik, wir hatten hier, es wird wahrscheinlich irgendwo im Internet sein, ja, bei uns sind die populärsten Politiker gerade die kommunikativ sind, ja, also dass die ihre Sprache, die ihre eigene Sprache am meisten verwenden. Also früher hatten wir den sogenannten, ich weiß nicht, ob Sie diesen Namen gehört hatten, Wladimir Mečiar, ja, also der war eigentlich der König der politischen Kommunikation, obwohl, also wenn Sie richtig zugehört hatten, also er hat in jedem zweiten Satz eine Lüge gesagt, ja, also, aber er war populär gerade wegen seiner Sprache, also, und die Slowakei, beziehungsweise das Land, hatte Probleme gerade damit, dass wir gerade diese Persönlichkeit oder diese Person an der Spitze der Regierung hatten. Jetzt haben wir einen anderen Populisten, ja, also an der Spitze der Regierung, Robert Fico. Ich kann das in aller Ruhe sagen, weil er auch wieder ein Musterbeispiel für einen Populisten ist. Ja. Aber zum Beispiel in Ungarn gibt es auch einen Populisten. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob jemand aus der Schweiz kommt. Also in der Schweiz gibt es auch eine Menge von verschiedenen Populisten, die ganz populär sind. Also ich wollte damit ausdrücken, dieser Grundgedanke, dass ohne Sprache, ohne diese Kommunikationskompetenz geht es nicht, die Politik zu betreiben. Ich möchte nur eine Anmerkung sagen, das vielleicht nicht so wichtig ist, aber trotzdem hängt mit Ihrem Thema und mit dem Inhalt zusammen. Ihre Erklärung, dass die grüne Farbe eine Äußerung des Extremismus ist, wobei Sie
hauptsächlich also an die Slowakei denken, ist nicht rigoros zu nehmen. Warum? Weil wir alle wissen, dass die grüne Farbe auch die Farbe des Esperanto oder des Esperantismus ist. Ja. Und wir alle wissen, dass in dieser Bewegung herrscht Friedensliebe und pazifistische Bewegung, dessen sind in der Bemühung zur Sprachgerechtigkeit führt. Doch etwas also ganz anderes von einem anderen Pol. Ja. Ja, danke schön für Ihre Bemerkung. Also das ist sehr wichtig, dass Sie das gesagt haben. Vielleicht geht es um Verständigungsproblem oder also echt Verständigungsmissverständnis. Ich habe nicht gesagt, dass die grüne Farbe eine Farbe des Rechtsextremismus ist. Natürlich, ja, hundertprozentig. Und ich sage das noch einmal, die grüne Farbe ist keine Farbe des Rechtsextremismus. Ich habe gesagt, die grüne Farbe verwenden unsere Rechtsextremisten, also zu zeigen, dass sie auch in der Gesellschaft sind, also dass sie irgendwo unter uns, dass sie sich irgendwo unter uns befinden, aber überhaupt nicht in dem Sinne. Für mich ist zum Beispiel die Auswahl der grünen Farbe ein bisschen komisch, weil also ein guter Freund von mir ein Muslim ist, ja, und er sagte, also grüne Farbe ist die Farbe von Muslimen, ja, also und diese Rechtsextremisten in der Slowakei, die kämpfen gegen Muslime, ja, also das, also wir können natürlich die grüne Farbe ist doch auch die Farbe der grünen Parteien und die grünen Parteien sind doch Multikulti und multilingual und ich weiß nicht und freiheitlich und ja, also ein bisschen auch verrückt ab und zu, aber das hängt aber nicht damit zusammen, dass die grüne Farbe etwas mit dem Rechtsextremismus hat. Sie tragen nur grüne T-Shirts, ja, also das wollte ich sagen, dass die schwarzen Uniformen sie gewechselt haben und das äußere Merkmal der slowakischen Extremismus heute grüne T-Shirts sind. Hoffentlich habe ich das jetzt gut gesagt. Ich wollte sagen, Dankeschön für diesen schönen Vortrag. Und als Schwedin fällt mir natürlich auf, dass die verwendete Sprache von diesen Nationalisten, trotzdem, dass die ja sagen, dass sie sich immer auf das, was spezifisch ist für unsere Nation, unser Volk zu sagen ist, ist es ja irgendwie interessant, dass es doch global die gleiche Sprache ist, die die alle verwenden. Ne? Weil es geht ja immer um die gleiche Sprache, das, was Sie hier gezeigt haben. Und vielen Dank dafür. Ja, danke schön. Das war eine Fallstudie. Ja? Also das war eine Fallstudie der Sprache der slowakischen Rechtsextremisten. Ich fange an mit diesem Thema, also vielleicht, also später kann ich auch eine komparative Studie machen und dann richte ich mich natürlich an die Kollegin aus Schweden und versuche auch das zu analysieren, also wie die schwedischen Rechtsextremisten, weil ich weiß natürlich, dass es in Schweden auch solche Art der Politiker gibt, also wie sie, was sie sagen und durch welche Sprache sie gerade ihre Parolen präsentieren. Jetzt sollen wir bis 60 zählen, ja, also eine Minute und sonst sollen wir Schluss machen. Also meine Damen und Herren, ich möchte mich bei Ihnen noch einmal herzlich bedanken. Also wie gesagt, am Anfang, ich bin kein Polyglot, ich bin Politikwissenschaftler, kein Sprachwissenschaftler. Also das war so gemeint, dass ich nicht nur zeigen will, wie ich zum Beispiel mein Deutsch gelernt habe. Also mein Deutsch habe ich ganz lange gelernt und ganz mit großer Mühe. Also ich habe auch geweint, also vor den Prüfungen, weil das ganz schwierig war. Aber heute geht das. Also so ist das. Dankeschön.